Hallo, liebe Klosterbegeisterte und hallo, liebe Löcker. Heute bin ich mal mit euch an dem sogenannten Brauteich, der gleich neben dem Klostergebäude in Loccum zu finden ist. Die Mönche hier haben nicht nur ihr eigenes Bier gebraut, sondern sie hatten auch eine eigene Karpfenzucht. Und das war lange, lange Zeit geheim. Dazu möchte ich euch nun eine kurze Geschichte vorlesen aus einem Buch von Konrad Droste, die auch am Ende eine kleine, aber feine Anekdote enthält. Der Karpfen ist der traditionelle deutsche Weihnachts- und Silvesterfisch. Doch so wie er heute in die Pfanne kommt, schwamm er früher nicht in unseren Gewässern. Er ist vielmehr das Produkt jahrhundertelanger züchterischer Bemühungen und da hatten die Zisterziensermönche des Klosters Loccum einiges zu bieten. In einer Urkunde der heute so bekannten Karpfenstadt Rheinfeld bei Lübeck, einem ehemals von Loccum aus gegründeten Tochterkloster, heißt es nämlich: Habend die Mönche von Loccum die Karpfen ausgesetzet und sichtbarlich gemehret. Im Jahre 1186 war der Loccumer Gründungskonvent dem Ruf des Grafen Adolf III. Von Schauenburg gefolgt und hatte in der sumpfigen Einöde zwischen Lübeck und Oldesloe das Kloster Rheinefelde gegründet. Noch heute weiß man dort, dass zuerst mehrere kleine Teiche angelegt wurden, um mit der Aufzucht der Fischbrut beginnen zu können. Aber anders als sein Mutterkloster hat Rheinfeld die Reformation nicht überstanden. Im Jahre 1582 wurde der Klosterbesitz verweltlicht. Schon die Römer wussten den Karpfen zu schätzen, wie archäologische Funde belegen. Karl der Große erließ bereits Verordnungen zur geregelten Teichwirtschaft. Ihre Intensivierung hierzulande ist jedoch das Werk frommer Mönche. Noch heute heißen Abflussvorrichtungen, die zum Fangen von Karpfen benutzt werden, Mönch. Die Mönche hatten auch allen Grund zur Fischzucht. Bei den strengen Vorschriften für ein fastenreiches Leben waren Fische ein begehrter Fleischersatz. Lange Zeit wurden die hinter Klostermauern erworbenen Kenntnisse der Karpfenzucht nur mündlich weitergegeben und streng geheim gehalten. Erst gegen Ende des 12. Jahrhunderts hat man sie zu Papier gebracht. Vielleicht sollte nicht an die Öffentlichkeit dringen, wie schwach das Fleisch so manchen Ordensbruders war. Die Geschichte weiß nämlich auch davon zu berichten, dass die Mönche sich gegenseitig dazu ermahnten, ihre Teller nicht überrandvoll zu füllen. Ein Ausweg bot sich mit dem hochrückig gezüchteten Karpfen. Dieser Fisch hatte mehr Fleisch als sein flacher und länger wachsender Vorgänger, der dann mit Kopf und Schwanz gern über den Tellerrand hinaushing. In unserem Raum hat die nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführte Kanalisierung der Mittelweser in ehemaligen Kolken und Altarmen immerhin noch einige Flachwasserzonen hinterlassen, die auch dem Karpfen noch Lebensraum bieten. Oft müssen dort Hechte abgefischt oder auch ausgesetzt werden, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Räuber und Beute aufrechterhalten zu können. Von den 23 noch im 18. Jahrhundert im Bereich des Klosters Loccum nachgewiesenen Karpfenteichen aus der Zeit der Mönche haben sich im Klostergelände und im nahen Waldbesitz nur noch 7 für die Karpfenzucht geeignete Flachwässer erhalten und werden auch entsprechend genutzt. Der Aberglaube unserer Großmütter jedoch, dass Karpfenschuppen im Geldbeutel aufbewahrt, das ganze Jahr über für eine volle Börse sorgen, war in Loccum wohl nie sehr verbreitet. Dafür wird hier gerne eine Karpfengeschichte weitergegeben, die nun schon über ein halbes Jahrhundert zurückliegt und erheblichen Anspruch auf Wahrheitsgehalt besitzt. Da hatte bei der großen Wasserflut des Sommers 1957 die Fulde auch den Bachdeich überschwemmt. Ein großer Teil der Karpfen fand sich daher im talabwärts gelegenen Mühlenteich von Müller Hanebutt wieder. Als Klosterförster Erich Sahre davon erfuhr, wollte er natürlich retten, was noch zu retten war. Aber mit bedenklicher Miene kratzte sich Müller Hanebutt am Ohr und meinte dann mit frommem Augenaufschlag: »Alle dei mit'n Krütz op'n Buckel sind jöhe!«
Keinen einzigen seiner schönen Karpfen sah Erich Sahre wieder. Für diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben, was der Müller Hanebutt da gesagt hat, also im Prinzip alle die Karpfen, die ein Kreuz auf dem Puckel haben, würden dann dem Klosterförster wieder zustehen. Ja, ist doch ein sehr lustiges und etwas eigenwilliges Völkchen hier, aber ich fand die Geschichte so nett, dass ich euch die einmal vortragen wollte.